So. Ich freue mich. Ich komm her, mein Kuschelpartner. Kuschelpartner. Oh Gott, das schneidet sowas von raus. Ach, ich hab da überhaupt kein Problem damit. So, hier wieder Dan Man und Wombin bei Pokémon Snap. Kannst du aufhören mit dazwischen zu kommen? Okay, dann mach du die Intro. Nein, ich würde sagen, da du. Wir sind Dan Man und Wombin bei Pokémon Snap Teil 2. Zwei. Jo. Hallo. Ja. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Wir hören uns heute etwas anders an. Du erzählst, weil du bist schuld. Und zwar besser. Ja, unsere beiden super Mikrofone. Haben leider beide den Geist aufgegeben. Also wir sagen jetzt einfach den Geist aufgegeben, dass sich irgendwie Frequenzen in den Weg gekommen sind. Das ist von beides dein Arschloch. Wir haben es einfach geschafft und deswegen gehen wir jetzt über ein anderes Standmikro. Ja, wir benutzen ein Standmikrofon statt dem üblichen Headset-Mikrofon jetzt, weil die anderen mit der Frequenz irgendwie Probleme machen. Hab ich doch gerade erzählt. In der Zeit, wo du gesagt hast, Bombard ist ein, ja. Was ist von Matt? Erzähl das nochmal. So. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte zuletzt. Die Viecher fotografieren. Yay, ist schon eine Weile. Quapsel! Quapsel! Ah, oh Mann. Lass uns darüber reden, was Pokémon. Ich weiß immer noch nicht, was dein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings. Was macht er? Fotografierst du doch und nervst nicht an! Das sah gerade so putzig aus! Ja, jetzt. Professor, ich mag. Oh, warte, jetzt passiert was. Wait for it. Okay. Mein Lieblings-Pokémon. Haben wir das nicht letztes Mal schon geklärt? Nein, du hast das nicht gesagt. Hab ich nicht? Nein, hast du nicht. Das bleibt ein epischer Mythos. Ein epischer Mythos? Ja. Nie was Billigeres gehört als Ausrede. Bom. Mein Tag ist schön. Essen. Bam. Ich mag Bananen. Bam. Was ist das? Das ist dein Giflor. Duflor. Gif mir Duflor. Was auch immer. Jetzt will ich aufstehen. War eine Pokeflöte dafür. Giflor ist dein Pflanzengift-Pokémon. Pflanzengift? Giftpflanzen? Ich mag die Geräusche. Ich nicht. Jetzt haben wir so eine Stechmücke nachts mal im Bett. Lass uns mal drüber reden, was es mit Professor Eich auf sich hat. Mit Professor Eich? Ein Allwissender. Das ist wie Gandalf. Er ist allwissend. Also wir sind wieder hier, weil heute Nacht hat mich ein Telefonanruf erreicht. Ich brauche sie alle tot. Wer ist da dran? Eich. Wie Professor Eich? Ja. Ja, okay. Dann dachte ich mir, wir müssen Pokémon Snap hier aufnehmen. Wir brauchen sie alle tot, aber wir beschmeißen sie mit Äpfeln und mit Giftbällen. Kommen die runter? Die kommen runter, wenn ich sie mit Gift beschmeiße. Gift! Komm zu mir! Ja, dann bist du. Nein, so halbwegs. Zeig mir dein Gesicht, meine Schönheit. Oh, Tatsache. Cool. Du brauchst nicht so viele Bilder von mir. Das ist ein Saftkorn. Ein Saftkorn? Ach, ein Saftkorn. Wenn sie ein Saftkorn ausbrechen. Genau, ausbrechen. Ab in den Saftkorn. Oh, Schokolade. Porygon. Porygon, nicht Porygon. Porygon. Pori. Nee, nicht Pori. 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 Mit Y. Po. Farbe. Also, wenn man Farbe nennen kann. Originalfarbe. Das merkwürdigste aller Pokémon. Ich find's toll. Echt? Ein roter Knopf. Was macht der rote Knopf? Ich will wissen, was der rote Knopf macht. Der rote Knopf öffnet das Tor. Noch ein Porygon. Oh mein Gott. Bam! Gesnap! Das war's mit unserer Welt. Drücke niemals den roten Knopf. Das ist Pikachu. Pikachu weiß, was du getan hast. Ich mach das irgendwie gerne. Ja, irgendwie macht irgendwie das Spaß. Oh, Wasserfall. Yeah. In den Rachen eines Gyarados. Natürlich. Er hat sich nicht rumgedreht, er hat gerade gemorpht. Hast du das? Gemorpht. Fotocheck. Ah, es wurden.
32 Bilder nur. Reden wir über deine erste Kamera. Du hast den Kopf was fotografiert. Was war deine erste Kamera? Meine, eine Nikon. Eine Nikon? Ja. Ja, meine war so eine alte, die ich mal... Also nee, meine allererste Kamera, die ich hatte, war eine Digitalkamera. Gut, theoretisch war ja meine erste Kamera meine Handykamera. Ernsthaft? Damals vom... Oh Gott, was war das für eins? Wow. Ich weiß nicht, das war meine erste Kamera. Mit 14 Pixel. 14? Wenn es so viel gehabt hätte, wäre noch gut gewesen. Nehmen wir das da lieber oder nehmen wir... Nehmen das doch mit Farbe. Okay, was ist das? Ja. Nimm mal das. Das ist immerhin so mit der, das ist in der Mitte des Bildes. Das kann man nicht, dem kann man nicht widersprechen. Oh, wir haben das Lahmfuß. Leckmann. Was? Lahmfuß? Lahmfuß. Lahmus. Das Lahmfuß. Lahmus ist die Erweiterung, ne? Die Erweiterung? Die Entwicklung. Es gab ein Update. Ein Update. Ja, Lahmus ist die Entwicklung von Fleckmann. Wenn es mit einem Muschas kreuzt. Scheiße, gab es nicht irgendwo Erweiterung auch? Erweiterung? Erweiterung. Ja, es gab die Digitation. Na, also Digitation ist Digimon. Digimon. Ja, und es gab die Entwicklung. Entwicklung. Und wo war Erweiterung hier? Erweiterung? Ja, ich wette, das gibt's irgendwo. Irgendwo gibt's Erweiterung. Professor Icecheck. Ja. Also es gibt irgendwo Erweiterung, halten wir das so fest? Ja. Also meine erste war so eine kleine Stick-Kamera mit USB, die konnte man im... Die hatte noch nicht mal USB. Die musste man mit einem Extra-Kabel, die war geformt wie ein USB-Stick, aber die musste man mit einem Extra-Kabel an den PC anschließen. Und die hat Bilder gemacht, gerade mal mit, keine Ahnung, 400 zu 600. Ui. Oder 600 zu 400 oder irgendwie so. Immerhin. Ja. Besser als meine erste Kamera, ich sage, meine Handykamera. Und damit habe ich dann alles fotografiert. Alles. Alles. Alles und jeden. Alles. Ich habe sogar ein Foto vom Klo. Vom Klo? Ja. Ich weiß nur, ich hatte mal so eine Spielzeugkamera. Ich habe sogar gelogen. Oh, du lügst ja. Die hat... Das ist böse auf den Stuhl, aber. Ey, die hat richtig gute Bilder gemacht. Du konntest zwar nur 5 Bilder glaubt machen, daran, aber Wombat lügt euch an. Habt ihr das gehört? Ja, dann war zwar der Akku voll. Regel Nummer 1, Wombat lügt. Ich komme darüber jetzt nicht hinweg. Du lügst mich an. Ich weiß. Ich finde das... Feist ins Gesicht. In mein Gesicht. Das ist mein Moneymaker. So. Bei mir ist das Kapital. Ja. Höhle. So. Wir gehen in die Höhle. Bei dir ist es Kapitulieren. Da erwarte ich jetzt das Angesicht eines Gengars. Ich will Gengar sehen. Also das gerade so ein bisschen... wie heißt das Schwein aus... Blauer Planet. Nein, nein. Zubat. Ja. Wie heißt das blöde Schwein aus... ich zubatte dich. Also wir haben ja schon Zubats ganz viele. Ja. Yeah. Egal. Wie heißt das Schwein aus Bugs Bunny? Das... Das Schwein ist Stotte. Ah, das ist kein Ubisesam. Guck mal, das sind... das sind auch Ditos. Was? Ja, das sind Ditos. Na! Ja! Ditos! Tatsache. Ja, die haben so Punktaugen, daran sieht man das. Da kommen wir her. Ein Zubat, was wir ja noch nicht hatten. Komm hierher! Fang! Die sehen so süß aus mit den Augen eigentlich. Ja, und Ditos. Guck hierher! Vergifte dich! Sieh mich an, wenn ich dich fotografiere. Ich muss hier rüber. Oh, das ganz nah? Ich muss hier rüber. Was ist das? Ja, mir wird schlecht. Und putzig! Das süßeste Bild. Hallo! Ich bin ein Kaugummi. Ein vorgekauter. Lecker. Schön. Super. So, wir sind jetzt in der Tropfsteinhöhle. Smogon! Pummeluff! Und Smogon! Schön, dass du Smogon so... Smog, Smog! Smogon! Ich hab Smogon getötet. Ich find das cool. Oh, jetzt! Oh, was jetzt? Wo ist das Smogon hin? Da ist noch eins. Das ist noch eins. Wo ist das Smogon hin? Warum waren da zwei? Ich dachte, es gibt immer eins. Was sitzt denn da? Ultrigaria! Ach, Ultrigaria war toll. Das sieht total bescheuert aus. Danach kommt Satzenia. Ich hab noch drei Bilder. Drei Bilder. Was ist das? Das ist ein Pokémon. Aber das, nein, kein richtiges, also kein richtiges Pokémon, sondern so ein Pokémon-Zeichen. Das habe ich nie kapiert, das war so blöde. Smogon platzt und weg. Ich habe ein Pokémon getötet. Das ist ja sogar ersoffen. In der kleinen Pfütze da. Ja. Und glaub, du hast nur drei Bilder, die musst du jetzt gut einteilen. Da ist noch, die hole ich mir noch. Warte, was hat das da? Hat das ein Pikachu? Es hat ein Pikachu. Krieg ich. Dam da da dam da 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 da. Und damit hast du noch eins. Ja, das reicht mir aber.
Da ist ein totes Pikachu. Ja, was ist das? Was ist das? Nee, das ist... Nee, ja, scheiße. Jetzt muss ich den Verzapdos, nicht Rosaria. Rosanna! Gib uns ein Stündchen. Der kann schmatzen. Rosanna ist toll. Das ist ein Psycho-Pokémon. Ja. Ja, was ist mit Zapdos? Das ist Arktos. Das ist Arktos. Willst du es nicht da rausholen? Zapdos hast du doch schon gesehen. Nee, Lavados hatten nicht. Wir, oder? Lavados haben wir gesehen. Stimmt, Zapdos hatten wir auch schon. Ja, das Ei hatten wir gesehen, ja. Aber konnten wir noch nicht reinstumpen. Och nein! Pomelo. Ist jetzt nicht dein Ernst. Wo? Da! Mit Mikro! Und da steht da rum. Das andere Sinn. Ja toll, der Blick ist ja super. Zensur. Sehr schön. Das hintere Pulverhof, das musst du dir mal angucken. Sehr so übel. Oh Mann. Ach ja. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten von Pokémon. An die guten alten Zeiten, Pokémon Rot. Ich hatte damals, das muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, weil wir machen ja sicherlich irgendwann mal noch Pokémon Stadium. Ja. Ich hatte damals ein Cheat-Device. Zum Cheaten. Du hast den Pokémon gecheatet. Ist nicht so interessant, wie es jetzt anhört. Naja, doch, eigentlich schon. Ist eigentlich damit interessant, weil du musst dir vorstellen, diese 3D-Objekte kamen dann gerade erst auf. Ja. Und da war es möglich, in diesem Cheat-Ding alles mit allem einzustellen. Das bedeutet, was ist das Krankeste, an was du denken kannst? Für mich war es ein Dicktree, das fliegen kann. Naja. Ja, okay. Dicktree, was fliegen kann, ist badass, komm schon. Ja. Ein Boden-Pokémon, das fliegen kann, das kommt selten vor. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, als die Programmierer Pokémon Stadium gemacht haben, dürften die ja eigentlich nicht daran gedacht haben, dass Dicktree fliegen kann. Nicht mal Glurak kann fliegen. Ja, du kannst aber in diesem Cheat-Tool Dicktree die Fähigkeit fliegen geben und die kannst du dann in Pokémon Snap einsetzen. Was? Ja. Das ist das Coole daran. Pokémon Stadium, ja. Und du siehst dann wirklich, das müsste ich eigentlich mal raussuchen und holen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch so einen Anschluss habe, weil das hat so einen komischen Anschluss. Und ich habe auch keinen Gameboy mehr, der da zur Post, glaube ich. Ist doof. Ja, aber damals konnte ich das machen, das war ganz cool. Dicktree, was fliegt? Vielleicht haben wir es noch irgendwo gespeichert. Das ist genauso wie ein Glumanda, was Surfer einsetzt. Wir haben eine rote, ne? Auf meiner roten müsste das sogar drauf sein. Vielleicht kann man das nochmal aus. Das sieht so gut aus. Das ist im Grunde unten abgeschnitten. Und hat dann nur noch die Erde, die fliegt dann mit hoch. Ach du Scheiße. Das ist so cool. Also wenn man Dicktree von unten fliegen sehen will, Dicktree, was das so unten dran hat, der kann Dicktree fliegen lassen. Das hat nichts, das ist nur Erde. Aber ist interessant, dass die 3D-Modelle wirklich, eigentlich müsste das ganze Spiel abschmieren, wenn ich so heute drüber nachdenke. So nach dem Motto, was? Aber nee, das Spiel hat das durchgezogen. Okay. Also Pokémon Stadium, nicht das Original-Pokémon, das Original... Ja, Pokémon Stadium. Das Original hat es auch gemacht, klar. Aber von Pokémon Stadium hätte ich das nicht erwartet, dass es das annimmt, so im Nachhinein. Damals war mir das egal, damals fand ich das einfach nur cool, aber... Ja. Ja, das war so ein kleines Cheat-Device, aber ansonsten habe ich nicht gecheatet. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren. Gut, klar, zum Ausprobieren kann man das immer machen. Ja, ich fand es irgendwie immer doof, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie verlockend. Das war genauso wie diese Cheat mit diesem Masingo, oder wie es hieß, bei den Editionen. Ja, wenn du dann eben am Wasser entlang gepaddelt bist und dann dein Sonderpokémon oder sowas. Nein, du meinst Memory Fail oder wie das heißt irgendwie. Ja, irgendeinen Namen hat's gehabt. Ja. Wenn du da auf dein Item auf siebte Stelle gesetzt hast, dann war es unendlich da. Meistens haben sie mit Sonderbomben gemacht, dass sie Pokémon auf 100 bekommen. Ja, das ist ja ein bekannter Cheat. Dann gab es ja noch diesen kinder Cheat mit dem Drug, der ja nicht wirklich existierte, bis sie ihn dann, glaube ich, hinzugefügt haben oder sowas. Welcher? Da konntest du, glaube ich, Mew unter einem Drug finden und dann haben sie in dem Spiel ein Item unter einem Drug versteckt. Ja, Schweine. Um es wieder gut zu machen, dass der halt alle geglaubt und das dann. Ja. Fand ich ganz cool, die Story, aber. Okay. So, Höhle. Waren wir da eben? Hat er jetzt irgendwas noch gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört. Er hat nur Hallo gesagt. Hallo, zurück! Arschloch. Pokémon Report. Bestes Foto. Wir haben noch keinen. Zum Labor. Ins Geheimlabor. Wir haben aber noch nicht gesehen, was wir brauchen, um weiter zu... Ah, doch, da. Nee. Okay, was sollen wir jetzt machen? Gehen wir mal zurück in die Höhle, vielleicht müssen wir das durch. Wir könnten mal in den Tunnel. Komm wieder. Ja, wir gehen nochmal in den Tunnel und versuchen mal Zapdos da jetzt reinzuschmeißen. Zapdos. Ja. Und außerdem will ich gucken, was das hier. Was ich damit machen kann. Kann ich damit irgendwas machen? Eine Telefonzelle.
Du hast nichts gesehen. Out. Die schon wieder. Die juckt das gar nicht. Wie wär's denn eigentlich mit so einem kleinen Pummeluff, was jetzt Finale einsetzt? Pummeluff? Wäre doch auch mal geil. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. So ein explodierendes Pummeluff. Müsste aber eigentlich gehen sogar. Erst bläst sich's auf und dann BUM! Ja, das ist die, weil die Animation relativ typisch gemacht haben. Ja, da hat nicht jedes Pokémon seine eigene Animation für jede Attacke, sondern da hat jedes Pokémon ja die gleiche Animation, für jede Attacke. Ja. Genau, und von daher funktioniert das. Das heißt, es würde wahrscheinlich sagt das Programm dann, Pummeluff jetzt Pummeluff jetzt explodieren lassen und dann kurz danach, also beziehungsweise Pummeluff sagte nicht, sondern einfach nur Explosion setzen, ja, und danach Pummeluff als attackiert oder als ja, zerstört. Weißt du, und das würde ja dann wieder gehen, also es würde passen. Könnt mir vorstellen, wie das dann aussieht. Vielleicht möglich. Aber der macht das schon. Also die ziehen das eiskalt durch, die Programme. Das ist, die ziehen jeden Schwachsinn im Grunde durch. Dieses Zubat hast du schon ungefähr 100 Mal fotografiert. Ja, und immer wird es besser. Das wird nicht besser. Ist egal, es geht das hier um Details. Das ist ein Zubat, keiner mag Zubat. Ich kann nicht, achso, nee, ich brauche ja Musik. Ja. Das ist Pikachus Hintern! Ich mag das nicht. Okay, das ist jetzt nicht so süß, aber es ist süß. Was ich mir immer überlegt habe, es gibt doch diese Pokémon-Riegel, ne? Ja. Und da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Pokémon müssen auch was essen. Ja. Was müssen Pokémon denn noch? Trinken. Ja, so kann man das auch rumreden. Saufen! Hast du schon mal ein Pokémon auf Toilette gegen gesehen? Ja, nein. Nein. Obwohl. Also, mich wundert es, dass man in den Läden nicht Ding kaufen muss. Wie heißt's? Ja. Nicht? Keine Toilettenpapier. Kein Toilettenpapier oder keine Kotbeutel oder so. Dass das nicht nötig ist. Weil eigentlich. Meinst du, die Pokémon sind so Wildurinierer? Stell dir mal vor, du bist in der Pokémon-Welt unterwegs, es gibt nur 150 verschiedene Arten an Pokémon. 151 theoretisch. Ja, und wie viele Tausende im Wald rumlaufen, dass du gerade mal 3 Schritte machen kannst. Allein die ganzen Raupis, Hornios, Safcons, Smetbos, was weiß ich. Ja. Stell dir mal vor, irgend so ein Tauboss fliegt über dich drüber und mal. Also ich denke mir, das ist gar nicht mal so cool mit lauter Pokémon, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so cool. Die Pokémon World ist wohl ganz schön leidet. Deswegen geht das Ökosystem zugrunde. Ah, weil die Pokémon die ganze Gegend voll scheißen. Super, ich freue mich. Siehst du mal. Und schon machen wir allen die Pokémon ein bisschen schmackhafter. Ja, super. Ja, aber erklären wir mal, wie so ein Magneton aufs Klo geht. Wo fällt da was raus? Da kommen Schrauben unten raus. Schrauben? Ja, was macht das? Geht dann so eine kleine Klappe auf oder was? Wo war das, wo einer Schrauben... Wo so eine Schraube runterfällt, weißt du, so, oh, ich mach mir in die Hose, Schraube fällt runter. Das war doch auch irgendwo. Keine Ahnung. Irgendeine Animation war das gewesen. Animationsfilm. Der komische Film mit den Robotern. Meinst du Wally oder wie? Nee, nicht Wally. Was meinst du dann? Gab's doch so einen, Nicht Roboter. Nicht iRobot. Stimmt, iRobot kannst du. Du meinst Robots einfach. Robots heißt der, glaube ich. Ich glaube, der hieß einfach nur Robots. Der war gut. Oh, der war mega. Der hat Spaß gemacht. Ich mochte den. Der war in Ordnung. Ja, muss ich ehrlich sagen. Konnte man sich angucken. Ja. Mit Big Boss oder wie der hieß, nee. Konnte man. Musste man aber nicht. So, ja. Zubats. Eine ganze Menge Zubats. Zubats, die zubatten. Das ist ein sehr schmackhaft aussehendes Gesicht. Muss ich echt mal sagen. In die Gusch. In die Gusch. Ah, wunderbar. Okay. Ich muss sagen, meine Fotos sind echt wunderschön geworden. Wunderbar, du fotografierst ein Pikachu. Guck mal, geh nochmal weiter vor. Ja, nehme ich. Pikachu. Du musst doch. Nein, da! Das eine Bild hat. Da. Eins weiter. Das finde ich doch besser. Wie sieht das aus? Die Bewegung macht auch weiter. Da hättest du nur Donnerschlag sagen müssen. Da hättest du nur Donnerschlag sagen Nein. müssen. Nein! Doch, das sieht auch so aus. Wenn Pikachu generell eine Attacke macht und ihre. Wenn langsam die Backen anfangen zu bitzeln, ich kann mir das schon vorstellen. So sieht das doch aus. Ey, das ist ein perfektes Bild von Apollo. Ein sabberndes Apollo. Das sieht fast besser aus als das Bild, was. Komm schon, das sieht besser aus als das Bild aus den Games. Ey, die sehen so furchtbar aus teilweise. Ich fand's immer so toll. Ich fand das so toll, ich fand das unglaublich, als ich gehört habe, dass Pokémon wirklich in den Spielen verschiedene Geräusche machen. Da habe ich nie drauf geachtet. Und dann dieses, dass die Leute das auch noch auseinandergehalten. Für mich ist das bis heute nur.
Das ist... Gut, du warst wahrscheinlich, immer so einer, der ohne Ton gespielt hat, weil irgendwann gemeckelt wurde. Jetzt mach die Musik aus! Nein, das muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht. Ich hab relativ oft mit Ton gespielt. Ich hab immer ohne Musik gespielt, weil... Zu den Gameboys konnte man das noch irgendwie. Ey, nach zwei Minuten... Mach dich dieses schöne... Nein. Nein, er hat's weggeschmissen. meine Mutter hat da immer ziemlich schnell gemeckert. Mhm. Also noch so ein paar Sekunden. Jetzt macht das Gedudel aus. Das ist Klassik. Wann? Mach das aus. Das ist ungefähr. Oder du kommst in den Keller zu Isaac. Isaac. Ich will aber nicht zu Newton. Was? Isaac Newton. Oh, damn it. So, leb damit. War der schlecht. Die Paralympics sind wieder da. Ah. Guck mal, das Gengar ist sogar noch schlecht. Was da, guck mal, das Gengar ist sogar noch schlechter. Ja. Gengar sah ich schon in Alpolo. Gengar. Ja, jetzt bist du völlig vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Leck mich. Alles vorbei. Also bis halt, es wurden viele Bilder von dir. Du darfst die nächste Strecke befahren, wenn du Bilder von vier weiteren Parcours. Da! Da! Du musst befahren, wenn du Bilder von vier weiteren. Was sollte das denn? Das ist wirklich eklig. Ja, ne? Ja, aber so dein Finger, was, wer weiß, wo der vorher war. Wenn du wüsstest. So, ab in die Höhle. Uns fehlt irgendwo noch... Höhle? Da waren wir nicht ganz durch. Da kommen noch ein paar Pokémon. Wir brauchen noch vier Stück. Da waren wir nicht ganz durch. Bei einem Rail-Shooter ist es lustig zu sagen, da waren wir nicht ganz durch. Wo ist das denn ein Rail-Shooter? Was ist das sonst? Das ist ein Fotografierungs... Nur weil wir Bilder schießen. Wortwörtlich schießen. Ja, genau. Guck, da ist zum Beispiel ein neues Pokémon. Was ist das? Das ist ein Slimog. Slimer, ist doch egal. Vorentwicklung. Komm jetzt her, du Scheißvieh. Aber wir haben wieder ein neues. Viele. Das heißt, du noch drei Stück. Warum hast du die vorher nicht gesehen? Ich weiß nicht. Die waren so... Die waren so allgegenwärtig. Ja, ich war so Arsch. Ah, du Sack. So, damit... Oh, der ist so süß. Du... Stirb. Stirb. Er ist so süß. Verreck. Verreck. Dito hatten wir. Da ist doch eins. Noch ein Slimer. Achso, du hast vorhin nur auf die Dittos geachtet. Ja, natürlich habe ich nur auf die Dittos geachtet. Die sind lustig und süß. Slimer sind ein Haufen Scheiße. Das ist doch kein Haufen Scheiße. Was ist es dann? Matsch. Matsch? Schlamm, Abfall. Also Abfall. Drogeriemittel. Ah, ich finde es eigentlich ganz lustig, dass es ein Pokémon gibt, was wirklich aus sprichwörtlich Scheiße besteht. Oh, was besteht an Slime? Matsch. Matsch. Naja, aus demselben ist ja eine Weiterentwicklung. Das Pinsir! Ist, das riecht nur deftiger. Aber was war jetzt Pinsir? Warum gibt es eigentlich so viele eklige Pokémon, wenn ich mir so überlege? Wieso gibt es so viele eklige Pokémon? Naja, ich meine Slimer, Smogmog ist jetzt auch nicht unbedingt das gesündeste Pokémon. Goldini sieht da so eklig aus. Goldini ist widerlich. Ja, ein Fisch! Hast du schon mal gesehen, was Goldini für einen Dreck machen würde? Ah, Goldfische machen so eine Scheiße. Sterne sieht ja auch so komisch aus, ne? Ja, reit mal weiter drauf rum. Ja. Auf Pokémon, die ich überhaupt nicht genannt habe, aber okay. Wanda. Das macht so viel Sinn. Shigi. Oh, warte, ich weiß, wie ich ihn. Komm her. Ah, du musst da reinkicken. Komm jetzt hier. Hau ihn rein. Ja. Headshot. In your face. Komm schon. Was kommt und was kommt? Ultrigaria. Oh, Sazenia. Ach, komm schon. Ultrigaria kommt danach, ne? Nein, Ultrigaria hast du eben reingekickt. Ach, stimmt. Warum heißt sie Uldri? Das ist wie Ultra. Das ist verwirrt doch nur. But knows. So. Ja und? Weiter geht die Willfahrtsschule. I'm doing good. Kurz danach hast du vorhin verloren. Ach, das sind so Details. Jetzt kannst du Rosana fotografieren, was du vorher nicht gemacht hast. Ja, ich bin ja dran. Erzähl mir lieber was Interessanteres. Reden wir über Pokémon für die Filme. Film Nummer 1. War gut, aber irgendwie... Nein, war sinnlos, aber irgendwie gut damals. Sinnlos? Heute ist der so sinnlos, wenn du dir heute guckst. Mewtwo? Der ist so sinnlos. Mewtwo ist toll. Oh mein Gott, Mewtwo. Der zweite? Lugia? Arctos Taptos Lavados? Ja, doch, der war kein... Die Macht des Einzelnen. Der war eigentlich ganz cool. Der war der Beste. Aber auch nur wegen dem Bösewicht, beziehungsweise wegen dem seinem Schiff. Gut, die Station, die hat das mega. Das ist so sein Schachspiel. Ja. Das ist einfach badass. Das stimmt. Er verhält sich auch ein bisschen so. Ja. Indem er den nämlich gefangen nimmt, dann einfach unserem Schiff freilässt. Okay, so. Tut ein bisschen rum, habt Spaß. Ja gut, das haben sie aber im ersten Jahr auch gemacht. Das ist irgendwie so ein Pokémon-Ding. Wir nehmen dich gefangen und jetzt zeigen wir, hahaha, ich habe dicke Eier. Das ist okay. Kinder. Seht meine ausgestopfte Pokémon-Sammlung. Ihr seid Pokémon-Trainer, ihr werdet niemals auf die Idee kommen, mich besiegen zu wollen, weil ich böse sein könnte. Naja, komm. Dritte.
mit Entei. Bande Incognito. Habe ich nie geguckt. Was? Nein, habe ich nicht gesehen. Echt nicht? Nein, ich habe erst wieder Heroes gesehen. Oh. Ist dir mal aufgefallen, dass das Ding, wo er drin sitzt, ist mir gerade aufgefallen, aussieht wie so eine Nestschaukel? Ja? Ja. Also gar kein Auto. Du kennst diese Nestschaukel, ne? Ja, ja, klar. Das sieht wirklich so, der sitzt da so drin. Das ist schwierig dir zu zeigen, ehrlich gesagt. Die Nestschaukel? Ja. Wie denn? Weil es wirklich nur eine Szene gerade kurz zu sehen war. Du fotografierst du nur Pokémon. Was machen die da? Das ist... Und da knutschen sie. Der Liebesakt zwischen. Oh mein Gott. Schau dir das an so. Weißt du was? Pummelhof! Darf gerne mitspielen. Weißt du was, Pummelhof? Ja? Was ich dir schon immer mal sagen sollte. Wie findest du mein Parfum? Das ist Sarazena. Yeah, wer hat den Big Booty? Schieb deine Kronjuwelen nach vorne. Das ist wirklich ein Pokémon, was aussieht wie ein Sack, oder? Ja. Yeah. Ich meine, das ist im Grunde wortwörtlich ein Sack, weil diese Pflanzen stellen einen Sack, aber es sieht aus wie ein Sack. Das sieht aus wie ein Penis. Kann man nur so sagen. Das sieht nicht aus wie ein Penis. Doch, sieht es. Das hat sogar einen großen Rand oben. Also im Endeffekt, so manche Pokémon sind eh voll unkreativ gemacht. Nein, echt? Wie kommst du auf die Idee? Zum Beispiel Onix. Nein, Steine. Ja, einfach Steine. Nein, aber echt. Sie haben Muskeln. Muskeln? Ich finde, Onix ist eigentlich ein relativ nettes Design, das Pokémon. Ja, das hat so Muskelärmchen. Das ist nicht Onix. Onix ist einfach die Steinschlange. Ach stimmt, Steinschlange. Na, die ist aber doch auch. Kleinstein. Also, Onix ist cool, der Kleinstein meine ich. Details! Zwei weitere. Zwei Pokémon. Noch zwei. Wir gehen nochmal zum Vulkan. Zurück zum Vulkan. Zwei Stück Mörder. Stimmt, damals letztes Mal bei Glurak. Galoppa hast du schon. Ist doch egal, jetzt hab ich's nochmal. Galoppas? Wir haben Ponita. Ich muss einen Galoppa in die Lava schmeißen, dann wird's zum Ponita ist die Vorentwicklung. Ja, genau, deswegen. Komm auf die Straße. Komm auf die Straße. Ja! Zeig mir wieder nur den Hintern. Bam! Yeah! So was das. So, das kommt für immer. Das kommt davon, wenn man überheblich ist. Kann ich dich nicht da. Ich kann irgendwie Voloma triggern. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich muss eins davon in die Lava schmeißen, dann wird's Volona oder irgendwie sowas. Ja? Nein, keine Ahnung. Was? Was weiß ich denn? Stell nicht so Theorien auf, wenn du es nicht halten kannst. Ich stelle viele Theorien auf und ich kann viele davon nicht halten. Alle. Na und? Ja. Details. Details? Das ist so eine Strecke, die hier ist jetzt gerade gar nichts los. Ja. Also keine Lust mehr. Mir jetzt gerade. Ja, hier ist jetzt irgendwie nichts zu sehen. So Pausen sind manchmal ganz angenehm, aber jetzt gerade irgendwie... Ein bisschen das nervig. Jetzt ein bisschen lange, ja. Magma? Hat mir auch noch nicht. Kein Pokémon, da hätte man so viel platzieren können noch. Da ist jetzt dieses Glummi, da. Glummi. Du hast es in der Mitte geteilt. Ich hab nur mal da umgebracht. Das ist eins mit dem Stein. So, das Kreativste von allen. Weg. Ei. So. Einfach ignorieren. Immer wie man das. Glummi. Das ist so süß, das Ding. Glummi, es ist das Beste. Glummanda ist toll. Glummanda ist super. Liebe Glumma. Oh. Oh Gott, wie niedlich ist das? Glummanda-Familie. Ja. Keiner interessiert. Legendäres Pokémon-Lover, das war scheiß drauf, wir wollen Glummandas. Ja, ist doch so, ganz ehrlich. Den Feuerwogel können sie behalten. Stimmt, das sind wir auch noch nie durchgefahren. Das Mal war bei Glurak Schluss, oder? Ja. Aber keine Bilder mehr. Ja, das stimmt. Weil ich mich korrigieren muss. Ich glaube, Lavados ist gar nicht mal das Dürfste. Ich glaube, Arktos finde ich gar nicht so cool. Denn eigentlich ist Arktos... Letzte Folge habe ich gesagt, ich mag Lavados am wenigsten, aber eigentlich ist es Arktos, weil Arktos ist eigentlich nur eine dicke Taube. Ja gut, Lavados ist eine dicke brennende Taube. Lavados brennt. Zapdos ist ein Blitz selbst. Zapdos ist geil. Und was ist Arktos? Einfach nur blau. Ja. Toll. Jetzt hast du nicht reingeworfen, jetzt kommt Glurak nicht. Und denk so. Wir haben kein neues Pokémon, würde ich sagen. Nope. Das Wasser, warum ist da Wasser? Lavados hatten wir noch nicht. Doch, hatten wir schon. Ob es ein Garados gibt? Garados, das wäre mal cool. Das würde ich gerne sehen, so voll in der Nähe. Aus dem Wasser raus. Ja, ja. Echt, warst du schon? Guck da! Er hat wieder nicht reingeguckt. Das sieht aus wie ein Nestschaukel. Hast du es jetzt wenigstens gesehen? Nein. Ah. Aber das wolltest du doch jetzt hören. Ja! Das wolltest du jetzt hören, nett. Ah, goddammit.
So. Galoppa hatten wir noch nie. Doch. Vulpix hatten wir noch. Ich will das Tote. Das Tote Vulpix. Das ist super. Das Gefühl, die Bilder, die wir schießen, sind absoluter Scheiß. Berichtigung. Das ist mega. Berichtigung, er macht die Bilder. So. Was, ja, während du auf meinen Arm liegst, bäh. Ja. Geh da runter. Mach halt Platz. Mach halt Platz. Dreh ich mich halt. Diese Gewalt. So, besser. Gewalt am Arbeitsplatz. Ah, geh weg. Und sein Gesicht in mein Face. Ah. Klappt eigentlich. Ja. Toll. Seh schon. Wir werden berühmt mit Fanfictions. Bei uns beide. Wenn du wüsstest. Du schreibst sie. Ja, super. Ich schreibe und kommentiere. Ach Gott, was mache ich hier eigentlich? Du spielst mit mir Pokémon Snap. Ja, ich merke. Oh Gott. Du hast nicht mal das Bild von dem halben Glumanda genommen. Nein. Warum? Weil halbe Glumanda sind doof. Hey, guck mal, neues. Bam. Glutexo. Glutexo ist mir. So. Ah. Zwei weiter. Es fehlen immer noch Pokémon, das gibt's doch gar nicht. Wo haben wir was übersehen? Hallo. Haben wir was übersehen? Jetzt geht's wirklich aufs Grinden. Fluss könnten wir was übersehen haben, Vulkan haben wir sicherlich nichts übersehen. Doch, irgendwas haben wir übersehen, aber ich weiß nicht was. Tunnel hatten wir jetzt so oft gemacht, Turm sage ich schon. Strand? Strand, Höhle sind wir zweimal ab, da finden wir nichts mehr. Strand könnte ich mir noch vorstellen, gucken wir mal Strand. Wobei, da wüsste ich jetzt auch nicht wo. Doch, Sichlore, natürlich! Ja. Taubsis, denke ich mal, hatte man. Ja, das mag sein. Siehst du, keine Aber wir hatten keine toten Taubsis, komm her. Yeah! Ja, sie fallen nicht aus der Luft, schade. Verdammt. Was war hinten? Ah, das war Dodo? Da waren ein Dodri da draus. Mit Gift. Mit Gift? Borenta? Borenta. Nee, nicht Borenta. Und wieder ein ausgenocktes Pikachu. Bam! Das macht die gleiche Reaktion wie auf Gift. Ist das mal aufgefallen? Gerade wieder aus dem Torkel rauskommen, gerade noch ein. Ach, scheiße, Surfer-Pikachu. Surfer-Pikachu. Oh, mach doch hin, du blödes Mist. Ach, fette Ratte. Nett. Gehörst du dem Maus-Pokémon? Fette Ratte, sag ich doch. Sichlorbille. Lapras? Lapras, komm hierher. Komm näher. Ah, oh, Loch Ness ist abgetaucht. Ein blödes Lapras. Relaxo. Weg ist auf. Oh, warte. Tatsache, wir brauchen keine Pokémon-Flöhe. Okay, damit haben wir's. Also, wenn wir jetzt noch Sichlor kriegen, dann haben wir's. Ja. Zahltag! So! Darauf habe ich gewartet. Schön auf die Ömmel. Scheiß Vieh. Alter, mag dich. Da soll ein Sichlor rauskommen? Da ist ein Sichlor drauf. Ich schwöre, da waren Sichlors drin, ne? Als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Das sind Taubsis und ein Mauzi. Ah, gibt's doch gar nicht. Pinsirs und Sichlors, glaube ich, waren da drin. Irgendwie kam er da ran. Ich bin gerade weggeguckt, als es kam. Ich hätte das noch gefehlt. Ich kam nicht ran, ich weiß nicht mehr, wie das war. Tja. Da war wieder Lapras. Smetbo hatten wir. Smetbo haben wir. Haben wir. Stimmt. Genau. Diese scheiß Missvieh. Ah! Da kommt der Kappa. Das Gelache geht einem richtig auf den Nerv. Kappa du. Ich will Kappa da mit dem Apfel treffen. Kappa du. Getroffen. Bam! Man hört's noch klonk. Ja, irgendwie. Doch nichts drin. Doch, da ist was drin, sonst würde es nicht diese Dinge machen, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. So, das hatten wir, ne? Evoli und Scheniera. Scheniera hatten wir Evoli? Ja. Da haben wir doch noch die heftige Diskussion geführt über die Weiterentwicklungen. Das hatten wir bei Vulpix geführt, weil wir Deppen nicht. Deppen Vulpix mit Evoli verwechselt haben. Echt? Ja, sorry dafür. Kangama? Den auch? Ja, stimmt, den hatten wir. Einfach. So, wozu? Da ist es wieder. Taubsis. Eins fehlt uns noch, Gott, das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar. Ja. Irgendwas drin da beim Nest? Okay, wir setzen Windstoß ein. Auch nicht. Ja, dann was hörst du schon gar nichts Scheißes drin. Schnell, zeig uns irgendwas. Körper da. Guck, Nestschaukel. Nestschaukel, Tatsache.
Das ist nicht wirklich tief, das ist einfach nur so ein Dingo, der sich reinfließt. Das heißt, das ist im Grunde wie wir. Ja. Okay. Lässig. 27 Bilder. Lass mal sehen, ob wir davon irgendwas genommen haben. Ja, absolut. Baby. Show me your face. Wo ist das Ei? Oh, Mensch, fängt es süß. Ach, das ist so niedlich. Meine! Gleich stolperst du worüber. Da bin ich. Lasso. Ich mag meinen Schlaf. Warum kratzt er sich da noch? Ja. Ist das eigentlich wirklich ein Pokémon, was ich am Arsch kriege? Warte, das ist das beste Pokémon. Das ist das beste Pikachu, das Pikachu wir hier Dance. Ich dachte gerade, wir haben eine Grünfläche. Nee, da im Hintergrund ist Lapras. Ja, ich weiß. Steht da oben drauf. So. Komm schon, mach den Check. Ein Pokémon fehlt noch, das gibt's doch gar nicht. Wow. Wow. Hey, nah rangekommen. Dafür, dass es scheiße aussieht, ist es nah rangekommen. Ja. Lapras. Hey! Oh, dann schon mal besser. 40 Punkte besser. Oh, doch. Relaxo. Wow, da waren wir auch besser. Wir hatten noch keinen Relaxo. Ich weiß. Mauzi. Ja. Ach, komm schon. Du Schande. Das muss besser sein. Genauso gut. Na, ich nehme das mit dem Apfel. Schweinerei. Es ist das plus Apfel. Genial. Echt jetzt? Echt nicht mal eine extra Pose? Ne. Janera ist einfach immer süß. Taubsi. Windstoßattacke. Oh mein Gott, Windstoßattacke. Gleich mal ein Bonus. Eingebildeter Schuh. Ja, und trotzdem sind wir nicht höher. Ja. Warum auch immer. Du warst nah dran. Das mit dem Bewertungssystem habe ich nach wie vor nicht. Nee, das wird man nicht verstehen. Hinterfrag Dr. Eich nicht. Hinterfrag ihn niemals. Er ist Professor. Willkommen. Ja, deswegen darfst du ihn auch nicht hinterfragen. Ein Pokémon fehlt uns jetzt noch. Ein verdammtes Pokémon. Okay, du sagst, welchen Track wir nehmen. Wenn er falsch ist, bist du schuld. Nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Du blöd. Du blöd, Mann. Ja. Auf, sag. 3. Nee, Vulkan oder Fluss? Fluss. Vulkan waren wir eben. Du hast Fluss gesagt. Wenn Fluss nicht ist, dann bist du schuld. Ich habe gesagt, eine Zahl zwischen 1 und 3. Ja. Fluss. Du musst ein bisschen mehr machen. Ich schau jetzt einfach mal nach links, anstatt immer nach rechts, nach den Viechern. Da ist bestimmt irgendwas Interessantes hier. Ja, Äpfel auf einer Wiese. Es ist Apfelmon, es ist Apfelmon, das zählt! Apfelmann? Apfelmon. Apfelmon? Apfelmon. Die Pokémon müssen nicht mit Mon enden. Ist egal. Wieder! Lass mal mit Gift ab, vielleicht kommt's ja raus. Ah, was ist da? Ha! Das ist süß. Ui! Hab's noch erwischt, hoffentlich. Doch, da hab ich. 100%. Nein. Leck mich. Guck, dass du mal irgendwie Fleckmon zu den Mushos rüberkriegst. Vielleicht geht das ja irgendwie. Stimmt, ich muss ans Schild rüber. Oh, der war damit gut. Komm schon. Du langsames Mistvieh. Ja, werf ständig ab. Ja. Was machst du? Es. Ja, und jetzt? I like that ass. Angebissen. Ja, Lamus. Dreh dich hier rüber, du blödes Mistvieh. Da ist Lamus. Und mittlerweile gibt es sogar noch eine weitere Entwicklung, glaube ich. Das hast du was, aber im Spiel nicht ständig. Ne? Das ist eigentlich dann unlogisch, weil im Spiel brauchst du keinen Mushas. Nee, dann entwickelt es von alleine. Ja, weil Mushas du austust wird. Nein, was? Echt? Oh. Blöd, Mann. Hast du dich? Okay. Pokémon. Gut, komm, knipfel die 24 Spieler schon weg, damit wir rauskommen. Nein, ich will hier nicht raus. Ich will jetzt noch ein Saftkorn. Und jetzt werde ich dir den Faden kappen, du blödes Mistvieh. Ja, fast geklappt. Was wird das nochmal an sich, Leute? Saftkorn? Nee, warte, Smetbo. Smetbo, ne? Smetbo, dann Smetbo haben wir schon. Ist offen. Warte, wir setzen. Komm schon! Enteron! Enteron! Wo ist es? Wäscht im. Werft da was rein? Ah, es kommt doch wieder raus. Verdammt. Schade. Goddammit. Was wird's? Hä? Bist du enttäuschend. Du hast keine Kopfschmerzen, wa? What the? Was?
Das hat sich gerade verwandelt, da war was. Das hat geglitzert, gell? Was ist das für ein hyperaktives Vieh? Das war jetzt überall, aber hat nichts gemacht. Nö. Nee. Weil ich weiß. Also. So was. Achso, der Knopf, ja, war wieder mit Porygon. Ja, nee, den aktiviere ich jetzt nicht. Das brauchst du ja nicht. Will gerade mehr schon. Oh, Pikachu! Kommt schon. Tja. Das ist eigentlich kein richtiger Ray-Shooter, das ist eigentlich eher ein. Ach, auf einmal Einsicht. Die meiste Zeit ist das ein Katapult-Shooter. Das fuckt so an. Ja, weil du immer nur im Bogen schießen kannst. Ja, die Bewegungsfreiheit fehlt. Ja, du kommst irgendwie nicht weiter mit. Vor allem nicht sehr genau. Wenn du immer nur Sachen wirfst. Yeah, guck. Das ist sogar mit so einer kleinen Matte drin. Er hat es hier sehr bequem. Es muss doch weich sein. Arbeite! Da schläft ihm bestimmt schnell der Hintern ein. Er wird wahrscheinlich nie mehr aufstehen dürfen. Was glaubst du, was Professor eigentlich macht? Er hält sich die. Er nennt sie seine kleinen Fotografen. Mm. Ja, er hält sich die und die müssen dann für ihn die... Und den Apfel. Er ist Beste. Genau. Die sind süß. Ah ja, tatsächlich noch getroffen. Absolut mega. Spannerei. Ich hab's doch gesagt. Genau. Das Beste, was wir haben. Er hat Apfel ausgekotzt. Safcorn. Das wird eins der besten Safcorns, die wir je hatten. Das da. Das ist nämlich in der Mitte. Okay. Hatten wir es nicht vorhin schon mal mit dem Thema, sie müssen mal? Ja, absolut. Ich würde sagen, da haben wir die Lösung. Yeah. Sie machen alle ins Wasser. Ja. Warum die ganzen Wasser-Pokémon schwimmen? Herzlich willkommen im Pokémon-Land. Ihr könnt aus allen Wässern und Bächen trinken. Das Wasser ist sauber. Und vor allem aus diesem da. Das Wasser ist lila. Daraus kannst du trinken. Das ist gesund. Und wunder dich nicht, die braunen Flüsse sind aus Kakao. Das schmeckt nach Brombeeren. Oh Gott. Safcorn! Ja! Nein, das alte Bild. Da waren mehr Safcons drauf. Anton, komm schon, gib uns was dafür. Hose 1000, yeah. Ja. Sehr schön. Immerhin. Und damit haben wir 40. Yeah. Und weiter geht die Wallfahrt. Bedeutet, wir kommen jetzt entweder an den neuen Ort oder wir kommen zurück. Ja, ist schön. Gute Arbeit, Dan. Gute Arbeit, Dan. Nur eine Strecke wählen. Bah, und weiter. Super. Warte, was? Ah. Tal. Ah. Wie viele Pokémon müssen wir jetzt grinden, dass wir weiterkommen? 71. Ja, ich befürchte das. Wir haben erst 40. Ja, 150 brauchen wir am Ende. 115? Nein, es gibt keine 150 Pokémon in dem Spiel. Never ever. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben sie nicht alle reingebracht. Da ist das Dickda-Ding. Dick-Dri. Dick-Dra, Dick-Tro. Das ist kein Pokémon, sagt er jetzt gleich. Was ist denn mit dem da los? Oh, das ist ein Kleinstein. Ich sehe einen Kleinstein. Was ist das denn? Sind das Dickdas? Ja, das ist ein Carpadora. Das ist ein Carpadora. Carpadora. Das ist ein Menki. Ich glaube, hier kann man auch. Goldini! Ich hab's noch erwischt, hundertprozentig. Das zählt. Oh, das ist Menki. Menki, komm näher. Komm hierher. Menki hat eine coole Weiterentwicklung vor allem. Rasaf. Rasaf, ja. Das kann schon. Da ist dein Stein. Mit den Armen. Ja, guck, die Arme sind toll. Und ein Sander. Oh, wie cool. Klappt euch! Linke Seite. Ist immer wieder schön, wenn man ein neues Level hat, wo man halt wirklich was Neues erforschen kann. Kapato, was haben wir da hinten? Die Weiterentwicklungen. Sandame und Geowatz. Nein! Oh! Du blödes Mistvieh. Was macht der da oben? Muss mir Gift runterholen. Ich treffe ihn nicht. Na komm. Na, er wirft mich so weit. Ja. Voll gemacht. Super. Zwei Pokémon, die uns wieder fehlen. Alles deine Schuld. Meine? So. Stromschnell. Jetzt geht's ja schnell voran hier. Niagara-Fälle. Weit fehlt, aber egal. Ein wenig. Und jetzt darauf. Ja. Ah, hier haben wir doch noch ein paar. Und da vorne waren Sterne. Ist doch egal, es geht hier um Größeres.
Nee, das wird nichts. Dann du! Holy! Was zur? Das ist blau geworden. Was? Wo ist es hin? Was denn? Treff es. Nein, ich treff's nicht. Ja! Hat das was gewirkt? Es ist weg. Ich hab's verjagt. Sehr gut. Stell du jetzt Flucht ein. Und weiter geht's. Das ist schneller als der Apfel! Hui! Das war eine Stelle. Nicht noch wieder auf mich rum. Tja. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir für Punkte bekommen. Werf da was rein. Tratini. Bitte zu Dragoran. Was ist das? Kommt ein Dragoran raus? Nein, ich glaube ein Garados. Garados? Ich würde sagen. Dragoran! Dragoran. Okay, Dragoran ist auch okay. Dragoran nenne ich. Sag ich doch. Ich kenne das Spiel doch. Warum kommt ein Dragoran aus dem Wasser? Dragoran kann das. Och, ist der süß! Dragoran kann das. Ich will halt so knubbeln. Das ist wie ein großes. Warum ist Glumanda nicht die Weiterentwicklung? Warum ist Glumanda nicht die Weiterentwicklung von. Von Glumanda. Dragoran. Würde doch eher passen. Als Glurak ist. Ich finde, es passt aber eher als Glurak. Meinst du? Ja, weil Glutexo sieht viel zu eckig aus für Glumanda. Während Dragoran hat dieses Glumanda-artige. Aber Dragoran kann sowas einsetzen wie zum Beispiel Fliegen oder Surfer. Na und? Und Hyperstrahl. Evoli kann auch in alle möglichen Richtungen. Aber Evoli kann nicht fliegen. Ach, Details. Oder gib mir den Knopf. Wieso kann ich den Knopf nicht aktivieren? Wie aktiviere ich? Du musst wieder auf irgendwas zielen. Da ist aber nichts zum Zielen. Okay. Ich guess, wir müssen das ja nochmal machen. Ah. Hast du ja die Hälfte Pokémon übersehen? Ach, die Hälfte. Details. Minimalismus. Ich wüsste nicht, wo ich da jetzt ein Pokémon herholen soll, ehrlich gesagt. War da nicht? Was? Da liegt? Mann, nein, das war ein Ball, der runtergefallen ist. Ist ja nicht noch ein Pokémon rausgekommen. Nein! War da nicht irgendwas Blaues? Nicht, dass ich gesehen hätte. Ah, nur gleich mal gucken. Ja, genau. Gucken wir gleich nochmal. Apropos, habe ich die Aufnahme überhaupt angeschaltet? Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. So. Okay. Warte. Sicher. Ich bin mir da immer. Ich bin so einer Typ, ich den Ofen angelassen. Hast du den Ofen noch angelassen? Ich glaube ja. Das ist das beste Cover, was wir hier hatten. Ja. Absolut. Nein, den Ofen habe ich ausgemacht. Ich habe die Kaffeemaschine angelassen. Mein Gott, Kaffee für jeden! Kaffee für immer! Ja, das ist so ein schönes Bild. Kleinstein. Ist doch wunderbar. Echt? Ist schon warm genug, wir eins wird, offen. Wie eins wird mit der Einzigkeit. Wir selbst eins. Nee? Definitiv nicht. Wieso? Nein. Na gut. Ich mach. Sieht aus wie Patrick, der gerade sauer ist. Dreh mich weg. Das Ding sieht aus wie ein Wurm. Das ist ein Wurm. Ah! Mach einen fliegenden Spagat. Wie? Ach, was greift das? Ja, egal. Und deine vermurksten Anspielungen. Hä? Nein, das sieht aus, als hätte nach dem. Das sieht aus, als hätte nach dem Apfel gegriffen. Aber der Apfel liegt hinter ihm. Deswegen. Na, vermuckste Anspielung. Das ist einfach nur dreckigen Verstand. Karte. Ice Check. Was? 1260 Punkte. Absolut. 220. Ah. Nur 220, das war unser Bestes. Ich sehe schon, Professor Eich wird uns bald eintauschen. Ja. Wir werden geschmolzen und neu produziert. Eingeschmolzen? Was? Ja, er schmilzt uns ein, samt dem Gerät. Meinst du, wir haben Beine? Oh, da könnte man miese Theorien entwickeln. In Wirklichkeit können wir nicht mehr laufen. Wir sind eigentlich in dieses Gerät gefesselt, weil das eine Art Rollstuhl ist. Und wir werden auf diesen Track gesetzt und damit wir jetzt noch ein bisschen Spaß am Leben haben. Nein, weil wir Fotos für ihn schießen sollen, weil er Probanden braucht, die seine Fotos machen, sonst damit er weiter forschen kann. Sonst schlafen wir heute Nacht bei die Fische. Ja, genau. Professor Eich ist eindeutig böse. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Das kann natürlich sein. Warte, hier ist das Fotoreport. Ein geheimnisvoller Schalter. Viel Glück, Dan. Dieser blöde Arsch. Das ist doch nicht wahr. Ja, hallo. Und gleich nochmal ins Tal.
Ja. Na gut, man sieht den da noch laufen, also könnte theoretisch. Das ist eine Giftdatei, die haben sie erstellt, bevor er die Operation überstehen musste. Die Operation. Was machst du gern, wa? Komm schon, das letzte noch. Kämpfen. Ich hab was getroffen, aber nicht das Richtige. Ha, keiner kreuzt mir den Weg. Er trifft sie alle. So, nun? Nun wünsche ich mir einen Garados. Ja? Ich stell dir mal vor, dich verfolgt dann Garados. Das wird mega. Einerseits ja. Andererseits? Na. Doch cool wär's. Ach ja. Wir müssen diesen Schalter also als nächstes betätigen, um ja. irgendwie weiterzukommen. Die Frage ist nur, wie? Ja. Siehst du das dann, Mann? Ich mag seinen Darm. So, jetzt mach da hinten gleich Fotos. Und während es sich dreht, pass auf, gleich dreht sich's. Es dreht sich! Mach Fotos! Ich mach doch ein Fotos. Foto, mach ein Foto! Du gehst mir auf den Keks. Ich meine, das schon mal erwähnt zu haben. Ja? Dass du mir auf den Keks gehst. Okay. Das musst du mir einfach sagen, dann werde ich was dagegen tun. Okay, tu was dagegen. Gegen was? Ich sah Wombat nie wieder. Das war das letzte Mal. Was? Doch, ich war selbst daran schuld. Das war's mit Wombat. Ich brauche einen zweiten Partner, eindeutig einen anderen. Ich bin Wombin. Irgendwas, was nicht du ist. Wombin. Wow, die Textur ist schön gespiegelt. Um Wasser. Ja, sieht aus wie ein Rohrschachttest. Was kannst du erkennen? Ich sehe... ich werde motion sick. Shit. Das ist Wasser. Wenn du da voll drauf starrst, geht das voll auf... Echt? Das ging mir gerade voll auf die Augen. Oh Gott. Guck halt nicht so rein. Sieh nicht ins Licht. Was meint ihr, warum da ein Schild hängt? Nicht so doll ins Wasser gucken. Nicht so doll ins Wasser gucken. Unsere Wassertexturen sind scheiße. Gucken Sie nicht so stark da rein. Ich bin viel zu schnell, ich sehe nichts mehr. Bei Fragen lesen Sie die Packungsbeilage. Bei Fragen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Professor Eich. Genau, ich frag den Typen, der mich hier an allem schuld ist. Nein, da muss noch was anderes rauskommen. Ich bin enttäuscht. Geh wieder rein da. Und Gift. Bam. Die Geräusche, die hat sind derbe dämlich. Oh, ja, ich weiß. Nein. Ja. Der drückt jetzt den Schalter. Das fliegt er ja noch. Fotografier's doch. Toll! Das ist verschwunden. Im richtigen Moment. Das Chiggy müsste jetzt den Schalter drücken können. Müsste. Sollte. Ansonsten war es das mit dem Chiggy. Ja. Schläft das Chiggy bei die Fische. Wo ist Chiggy? Wo ist der Chiggy hin? Nein! Scheiß Mankey, komm da runter. Nee, wir müssen das Chiggy über den Berg rüber schießen, um dann das da aktivieren zu lassen. Ja, wo ist es hin? Boah, das dauert ewig, bis ich die runter fotografiert habe. Tja. Yeah, Epilepsie-Warnung! Auf damit! Hat nicht so gut geklappt mit dem Chiggy, hä? Nein. Warum mir das jetzt hin ist? Hey, ich kann Nein sagen. Guck mal. Ach Gott, dieses Spiel fuckt ab. Findest du? Auch schon wirklich ganz amüsant. So in einer Zeit sagt das du echt. Du bist so hilflos. Ich will das nicht mehr spielen. Dann beenden wir hier die Aufnahme. Nein. Siehst du? Wir werden das jetzt noch einmal machen. Einmal fahren wir diesen Weg noch runter und tun das scheiß Chiggy da jetzt rum. Das ist das beschissenste Bild von Georg. Sag mal. Hi. Na, wie geht's dir heute? So. Gut gemacht. Ja. Wie soll's denn? Einfach besser. Karl, ich bin tot gelesen. Tot? Ach, ich kann's ja direkt überspringen. Cool, ich kann mit B direkt. Oh, das ist viel angenehmer. Ich hab schon 48 Arten. 50. Dann ist voller Schalter. Nein, echt. Oh. Viel Glück denn.
Einmal noch. Und wir konzentrieren uns jetzt nur auf den Schalter. Alles klar, nur auf den Schalter konzentrieren. Schalter. Ich weiß nicht mehr, an was ich denken sollte. Irgendwas ist mit diesem Carpador. Mit dem Carpador? Ja, weil das so glitzert. Das wird bestimmt zu einem Garados. Oh, es kommen zwei Carpadors raus. Glaubst du nicht, dass es in diesem kleinen Bach da zu Garados wird? Doch, es wird ein Bach-Garados. Ein Bach-Garados? Was? Was? Ein Gratini. Nice, das zählt. Der Fuß wird von unserer Nase zum Garados. Das wäre natürlich richtig nice. Ja. Tja. Jo. So, wir beide auf dem Fluss. Richtig. Das ist eine spannende Geschichte. Ich bin dafür, wir trällern jetzt ein Liedchen. Absolut. Auf geht's, du stimmst ein. Ich stimme ein. Ich dachte, du stimmst ein, weil du das Liedchen singst. Wir nennen das die Wahlgesänge. Okay. Warte, gibt's ein Wahl-Pokémon? Ja, gibt's ein neues, aber ich weiß nicht, gibt's ein altes? Singen wir doch ein Pokémon-Liedchen. Ein Pokémon-Liedchen, du kannst mich mal. Komm. Ey, ich hab ein Goldini geschossen. Super. Boah. Toll auf dem Flohmarkt. Ich hab Goldini geschossen, guck. Es zappelt noch. Super. Und er so, wie viel darf dieses Goldini kosten? mit so einem Typ mit Mustache. Wie heißt das Ding? Schnurrbart. Und Monokel. Wie viel darf dieses Goldini kosten? Ich gebe ihnen alles. Alles, was sie wollen. Die sind mit Mustache. Und dann nimmt das mit nach Hause und er zieht es auseinander und dann ist das eigentlich nur ein Fisch, ein aufgepumpter Goldfisch, der mit einem Horn rangeklebt. Oder, nein, ja, nein, warte, mit so Plastikohren. Ne? Plastikohren, genau. Hm? Hat er gerade Gletscher gemacht? Garados! Da hast du dein Garados. Du siehst nicht freundlich aus. Ist dir mal aufgefallen, dass das ziemlich doof aussieht mit dem Mund? Ist halt immer im Mund offen. Ja, im Mund offen, aber wenn es das zu hat, ach so, nee. Ja. Dann macht das irgendwie Videogame-Nerdface. Ja. Ja. Ich schäme mich für nichts. Oh, das ist nicht schlimm. Wir schämen uns schon lange für nichts mehr. Was? Wer bist du? Wir sind sie. Ja, das mag sein. Oh, mal wieder am Strudel. Ich hab's ja auch verdient, dass man sich für mich schämt. Außer wie du Klospiel, jetzt sind ja schon drei Schigis. Eins davon ist das Richtige. Nein, wegfliegen. Wie auch immer die über diese. Ich muss das da. Na komm schon. Nein! Muss ich da. Ja. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ich glaube, ich hab's im falschen. Ich hab Menki umgeworfen. Das glaube ich nicht. Der hat Menki umgeworfen. Kann sein, dass Menki den Knopf drückt? Nee. Oder? Da siehst du. Okay, man muss Menki. Ach, man muss damit Menki abschießen. Das ergibt sogar Sinn. Da, jetzt locken schon dahinter. Ich kann nicht, es steht es im haut Weg. Dich, es haut dich. Menki! Das ist das größte Menki-Face, das ich je gesehen habe. Menki! Komm her! Komm schon her, Menki! Ist jetzt nicht wahr. Ach komm schon, Menki! Ey, nein, das ist jetzt nicht wahr. Drück diesen verdammten Knopf, du hast noch 2 Sekunden Zeit. Das ist tot. Nur weil sie den Knopf nicht gedrückt hat, musstest du es gleich umbringen. So weit das ist das schon nicht mit wahr. Uns. Das ist doch jetzt nicht wahr. Auch nicht. God damn it. Na, ich hab keine Lust mehr. Shoppen für alle. Ja. Eklig. Ja. Wir schaffen das jetzt. Einmal noch. Einmal noch? Einmal noch. Dieses eine Mal nicht schon. Nein, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Wir haben doch gerade. Oh, wow, das war hundertprozentig übersteuert. Viel zu nah am Mikro. Hm? Das war viel zu nah am Mikro. Ist doch egal, kannst du rausschneiden. Ja, genau, ich kann rausschneiden, wenn ich Hintergrundmusik drin habe. Merkt doch keiner. Nein. Das lasse ich alles schön drin. Kannst du wieder ausgehen. Ja. Tja. Egal. Egal, sagt man. Man kann nicht. Niemand ist perfekt. Gut gemacht. Egal! Ich muss auch was in meinem Leben erreichen. Gut gemacht. Ja,
Ich bin der Unperfektionismus. Imperfektionismus. Du kannst doch nicht mehr sag noch ein paar mehr Assassin. Sag mal Assassine ohne S zu sagen. A-A-Ine. A-A-Ine? Ah ja. Oder? Nicht? A-A-Ine. Sag mal Schmerzen ohne EN. Schmerz. Genau. Arschloch, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du mich haust. Physischer Schaden in der Aufnahme. Echt nicht nett. Nee, das ist immer physischer Schaden. Ich bin nicht sehr freundlich. Komm schon, kannst du bitte. Ich brauche einen Motor. Man kriegt einen Motor später, aber. Ja? Sind wir dann schneller? Mach ja. Dann auch so Motorbräuche. Hast du das nie durchgespielt? Nein. Stimmt, das hatten wir schon mal die Frage. Richtig. Warum nicht? Es also ist ein schönes dann so Motorbräuche. Du musst bestimmt zweimal hier rüber und dann irgendwie ist das alles langweilig. Wäre es schlimm, wenn ich das Spiel gar nicht habe? Du hast das Spiel nie, nicht? Nein. Echt nicht? Ich hab keinen Pokémon, glaub, ne? Oh. Verdammt. Ich glaub, ich hab keinen Pokémon Snap. Ganz schön was verpasst. Dafür habe ich hier Pokémon Stadium beide und Pokémon Colosseum. Guck mal, ich hab's mit Glitzer. Sparkle, sparkle. Ja. Ah, komm schon. Du scheiß Sandama. Gegen das Vieh hast du was. Ganz nach oben werfen und dann selbst auf die Emma bekommen, das wäre doch was. Probier's mal. Nee, geht nicht, oder? Geht nicht. Hm. Natürlich geht jetzt nicht, das wäre auch. Warum? Weil. Da muss man selbst einen Giftball verpesten? Mach diesen. Du hast einen Apfel fotografiert. Ich mag Apfel. Du fotografierst Äpfel. Wir sollen Pokémon fotografieren, keine Früchte. Ich mache Werbung für den Obstkatalog. Der neue Obstsalat. Der AA-Apfel. Enthält 100% kann Spuren von Pokémon enthalten. Nur so, oh nein, da bin ich allergisch gegen. Das sieht nur noch, wie du aufblutest. Ich will das. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nicht, was ich sage, heute super. Scheiße, ich muss schon sagen. Na egal, gut, Witz verflogen. Witz verflogen, so wie dieses Stern. Ich mag das, wenn man ST falsch ausspricht, irgendwie ist das süß. Stern, du Himmel. Das macht man, das ist ja ein Dialekt, ne, wo man ST so scharf ausspricht. Blattdeutsch, ne? St. Sollte man mal stolpern, aber Spitzenstein. Nix gegen Blattdeutsch. Blattdeutsch ist eine extrem coole Sprache. Ich finde das extrem cool, hört sich das an. Ja, wenn man es auch noch sprechen kann und ich darum versuche nachzumachen, dann hört sich das wirklich cool an. Ja, mei. Ja, mei. Geht's damit wieder los? Das ist doch wieder das gefälschte. Ja. Das ist immer schön. Ja. Immer wenn einer sagt, kannst du bayerisch? Ja, mei. Ja, ziehen sie grinst die, du mö. Ziehen sie grinst. Also, wenn ich mir sowas dann anhören musste. Also, dass das abhaut, wundert mich, weil da sind so viele Äpfel. Ich würde die Äpfel behalten. Hau das Mankey runter. Mankey, hau das Mankey runter. Kannst du jetzt? Hau das Mankey runter. Hau das Mankey runter. Hau das Mankey runter. Ich setze dich kaum unter Druck. Bam, Mankey. Bam. Es geht abwärts. So, wir haben eine Chance. Eine Chance. Du musst, glaube ich, musst es mit dem Giftball abwerfen. Ich darf das jetzt mit dem Giftball, ja, da ist es weggerollt. Weil das mit den Äpfeln hat nicht funktioniert, ne? Ich werde es versuchen. Giftball, ich komme. Da ist es. Mankey. Mankey. Nicht näher kommen. Geh weg. Ja. Bam. High Five! Ja! In der Aufnahme! Au! Was denn? Ich weiß nicht, wir haben es geschafft. Und jetzt Wasserfall! Und End! Ja! Oh, wo sind wir denn jetzt? Eine Hütte! Das Haus von Meister Scheibe! Was? Oh, hallo denn, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen! Ich schätze, du möchtest wissen, warum ich hier bin. Nun gut, ich jage eigentlich Pokémon. Ich bin auf Safari. Ich habe ein Scharfschützengewehr dafür. Außerdem muss ich mich manchmal von euch absetzen, weil meine Sklaven und ich, wir können uns manchmal nicht so gut verstehen. Und jetzt arbeite weiter. Sieh dir das Gesicht an. 5-6 Pokémon-Zeichen sind auf dieser Insel versteckt. Diese Zeichen haben. Warum hat es das Zeichen in der Landschaft? Ich weiß es aber auch nicht. Einige der Felsmassive, das wie ein Digtree aussieht. Ich bin hier, um es zu suchen. Leider kann ich nicht weiter Lande einwärts gehen. Hast du eure Digtree, Zeichen, vielleicht Bilder? Hab ich gesehen. Soll ich die Infos wiederholen? Nein, danke. Warte, ich werde im Pokémon-Reporter sein. Bis später. Hau rein. Passt schon. Alles supi.
Wie sagt der? Der jagt Pokémon. Ja. Mit Scharfschützengewehren. Also Professor Eich ist der Böse an Pokémon. Absolut ist es der Böse. Der bildet Trainer aus, damit, der damit die Trainer Pokémon einfangen. Für ihn sammeln. Die, richtig, die ihm dann gebracht werden. Mhm. Wenn du so drüber nachdenkst, jetzt das... Der Kerl ist nicht ohne. Warte mal, und Giovanni ist gegen diese ganze Geschichte sicherlich, ne? Klar, der will nur die mächtigsten Pokémon haben. Ah, scheiße, der will die mächtigsten. Ja gut, okay, Giovanni will die mächtigsten. Aber gibt keinen Punkt. Gibt's mal einen Punkt, wo Giovanni und Professor Eich zusammentreffen? Das würde mich mal interessieren. Sie sollen mal einen Film drehen über Eich versus Giovanni. Das wäre was. Wo die sich halt wirklich treffen. Guck hier. Da haben wir unseren Motor. Sieht voll aus wie ein Motor. Ja, das, was ich damals... Nein, nicht hier wiederholen. Ich hab mich jetzt... Das tut ja weh. Ist mir doch alles egal. Ja. Echt jetzt? Ja. Du willst jetzt nur den Motor nochmal ausprobieren? Ja. So, dann erzähl mal. Das ist ja jetzt so viel schneller. Ja, wir brauchen ein Bild von dem Ding da. Ist das ein Chibi? Das ist doch ein Chibi. Ups. Ich glaube, ich hab's umgebracht. Schnell rüber mit dem Motor. Stell dir mal vor, alles, was unterhalb dieses Motors ist, jetzt. Häcksle. Häcksle. Im wahrsten Sinne des. Oh, jetzt kommen wir daran. Weitaus näher. Apfel! Oh, goddammit. Ui, es geht rund. Geht niemals in den Strom, schnell Gas. Okay, Gas. Ah, wunderbar. Ist schon weitaus angenehmer so. Ja, jetzt müssen wir halt nochmal alle drei Drecks abfahren und dann... Mein Gott, wir spielen das heute noch durch. Ja, genau. Wir hätten uns einen Timer setzen sollen. Wahrscheinlich wird die Aufnahme weitaus länger. Wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee gewesen. Ja. Ja. Musst du den Hebel nicht betätigen? Was? Ah, nee, Quatsch. Nein, muss ich nicht. Das geht ja klar. Das führt hier nur zu Professor Eichs Haus, weil Professor Eich will ja immer, baut überall Metalltore hin, um sich von seiner Sklavenmannschaft abzuschirmen. Richtig, aber setzt auch überall einen Hebel hin, dass man auf jeden Fall reinkommt. Ja, das ist ein Produktionsfehler. Ich meine, es ist derselbe Architekt wie beim Todesstern. Ja, die haben auch ein Loch offen gelassen, wo du in den Kern reinkommst. Ja. Warum nicht? Ja, klar. Oh, ich wette, irgendwelche Hardcore-Fans werden uns jetzt hier sagen, nein, das ist gar nicht so, weil es gibt ja eigentlich einen. Da gibt es sicherlich eine plausible Erklärung, warum dieses Loch da ist. Warum man da ein Lüftungssystem hinbaut. Wunderbar. Das würde mich eigentlich ehrlich gesagt mal interessieren. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja, ne? Ob es da wirklich einen Grund gibt. Ob das wirklich beabsichtigt ist oder ob die da einfach so... Naja, beabsichtigt ist es, da es ein Film bzw. Buch ist, aber... In dem Fall ist es beabsichtigt, aber ob das vom Bau her beabsichtigt ist. Pokeflöte. Nein, danke. Speichern. Jetzt werden wir noch zugeworfen mit Zeug. So, ich würde sagen, das war's wieder mit Denman und Wombin. Bye. Pokémon Snap Teil 2. So, Mann. Ja. Ich wollte bei sagen, jetzt muss eigentlich das Pokémon Snap Teil 2 sagen. Was ich alles sagen muss. Ja. Ich habe viel zu sagen. Alles klar. 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Pokémon Meister sein, das ist mein Ziel. Arctos, Zapdos, Lapras, Gengar, Lugia, Ho-Oh, Miss Whipple. Was denn? Das geht doch dann so. Okay, also mit diesem Special beenden wir die Aufnahme. Oh Gott. Das waren Denman und Wombin und ich bin Wombin. Fängt ihr da an, Lafos, Topdos, Arctos. Delü! Das ist niemals der Originaltext. Niemals Lavados, Arctos, Topdos. Die ersten Namen, die mir gerade eingefallen sind. Lavados, Arctos, Topdos. Ersten Namen wieder eingefallen. Arctos, Topdos, Lavados, Kenga, Lugia, Ho-Oh. Lugia. Vor allem Lugia. Ho-Oh. Hast du irgendein Problem damit? Was denn?